Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen als nächsten Redner ankündigen, Klaus Regling, den geschäftsführenden Direktor des ESM zu Deutsch, den Euro-Rettungsschirm aus Luxemburg. Zwar wurde, wie Sie sicher in der Presse gelesen haben, gerade Mario Draghi, dem bisherigen Chef der Europäischen Zentralbank, das Bundesverdienstkreuz verliehen, aber war das ein Zwischenruf? Aber, meine Damen und Herren, der Manager im Maschinenraum des Euro, der Konstrukteur der europäischen Finanzarchitektur ist Klaus Regling. Er ist Herr über mehr oder weniger 1.000 Milliarden Euro, die für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall einer existenziellen Krise des Euro für die Rettung zur Verfügung stehen würden. Klaus Regling ist praktisch die wandelnde Lebensversicherung unserer Währung. Er hat eine glänzende Karriere hingelegt, die ihn vom IWF in Washington über die EU-Kommission bis zum Finanzministerium unter Theo Weigel führte. Absoluter Höhepunkt der Karriere. Dort erarbeitete er zusammen mit Staatssekretär Stark den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und mit Horst Köhler die deutschen Leitlinien für den Vertrag von Maastricht. Unter dem nachfolgenden Finanzminister Oskar Lafontaine ließ er sich, oh welches Wunder, in den einstweiligen Ruhestand versetzen, mit einer Vielzahl an anschließenden internationalen Aufgaben. Und 2010 wurde er dann in seine heutigen Funktionen berufen. Seitdem ist Ruhe an der Eurofront, aber manche Beobachter haben doch Sorge vor der hohen Verschuldung mancher Euro-Staaten. Herr Direktor Regling, müssen wir uns Sorgen machen? Das Wort hat Klaus Regling. Vielen Dank, Ingo Friedrich, für die nette Begrüßung, wie üblich etwas übertrieben. Aber ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein, denn ich denke, bei einem European Dinner der Münchner Europakonferenz sollte auch etwas zum Euro gesagt werden. Und als mich Theo Weigel fragte, ob ich das tun wolle, habe ich sofort zugesagt. Es wird ja derzeit nicht mehr so viel über den Euro gesprochen oder geschrieben, wie noch vor 6, 8 oder 10 Jahren. Das ist einerseits gut. Es ist ein Zeichen, dass wir die Euro-Krise weit hinter uns gelassen haben. Und es zeigt, dass andere Probleme im Augenblick im Vordergrund stehen. Andererseits ist es bedauerlich, dass vor allem in Deutschland so wenig über den Euro und unsere Währungsunion geredet wird. In unseren Nachbarländern geschieht das viel mehr. Zudem werde ich oft von Investoren weltweit gefragt, warum die letzten wichtigen Schritte, die Währungsunion noch krisenfester zu machen, nicht vorankommen. Es ist natürlich viel geschehen in den letzten 10 Jahren und es besteht kein Zweifel, wir haben die Krise, die Euro-Krise überwunden und zwar ganz gut. Die Reaktion der Euro-Länder auf die globale Finanzkrise und die darauffolgende Euro-Krise war umfassend und effektiv. Und man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass es 4 Maßnahmen waren, die gleichzeitig umgesetzt wurden und zusammen die Krise beendet haben. Und diese 4 sind erstens, und ich nenne das immer als ersten Punkt, die schwierigen, umfassenden Anpassungsmaßnahmen und Reformen in den Euro-Ländern, die finanzielle Unterstützung brauchten. Zweitens gehört dazu auch die Krisenpolitik der EZB in den Jahren. Man kann über die Geldpolitik heute streiten, aber während der Krise war die EZB-Politik unabdingbar, um aus der Krise rauszukommen. Drittens, eine umfassendere Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene. Und viertens, eine erhebliche Stärkung der institutionellen Architektur
der Wirtschafts- und Währungsunion. Und lassen Sie mich dazu ein paar Worte sagen, zu dieser Stärkung der institutionellen Architektur, die natürlich auch ganz wichtig war. Dazu gehört einerseits die Bankenunion, die uns ja die europäische Bankenaufsicht und auch den Bankenabwicklungsmechanismus gebracht haben. Und dazu gehört dann natürlich auch die Einrichtung der beiden Rettungsfonds, die ich manage, des vorläufigen EFSF und des permanenten ESM. Damit wurde eine wichtige Lücke in der Architektur der Währungsunion geschlossen. Der ESM war nicht Teil der ursprünglichen Architektur von Maastricht. Es gab keine Letztabsicherung für Länder des Euroraums, keinen sogenannten Lender of Last Resort für Staaten und Regierungen. Zu Beginn der Währungsunion war es unvorstellbar, dass ein Land des Währungsraums den Zugang zum Kapitalmarkt verlieren könnte, nachdem es die Hürden zur Aufnahme in die Währungsunion überwunden hatte. Der ESM hat sich als eine permanente Institution bewährt. Kredite gibt es nur gegen strenge Reformauflagen, die berühmte Konditionalität. Dies hilft den Ländern einerseits, die Probleme zu überwinden, die den Verlust des Marktzugangs herbeigeführt haben, und andererseits hilft es ihnen, zu einer langfristigen wirtschaftlichen Stabilität zurückzukehren. Um die Programme zu finanzieren, begibt der ESM auf den Märkten Anleihen. Wir benutzen für unsere Kredite also nicht, wie zumindest früher oft falsch behauptet wurde, Steuergelder. In den letzten 8 Jahren haben die beiden Rettungsfonds rund 300 Milliarden Euro an 5 Länder ausgezahlt: Irland, Griechenland, Spanien, Zypern und Portugal. Damit wurden diesen Regierungen wichtige Finanzmittel zur Verfügung gestellt, ohne die einige dieser Länder vermutlich gezwungen gewesen wären, den Euroraum zu verlassen. Wenn das passiert wäre, würde Europa heute anders aussehen. Die Länder profitieren auch von Haushaltseinsparungen, weil die ESM-Darlehen sehr lange Laufzeiten und sehr niedrige Zinssätze haben. Zum Beispiel spart der griechische Staatshaushalt jedes Jahr mehrere Milliarden Euro an Schuldendienstzahlungen. Das ist Solidarität von Europa, und zwar ohne, dass das zu Kosten für etwa den deutschen Steuerzahler führen würde. Heute ist die Währungsunion besser für zukünftige Krisen gerüstet als vor 10 Jahren. Wir haben keine nennenswerten makroökonomischen Ungleichgewichte im Euroraum. Es gibt wichtige neue Institutionen. Die EZB verfügt über zusätzliche Instrumente. Wir haben eine bessere, breitere wirtschaftspolitische Koordinierung. Und wir haben etliche Jahre mit gutem Wirtschaftswachstum erlebt. Dabei haben die Länder, die vom ESM Hilfskredite bekommen haben und deshalb besonders viele Reformen umgesetzt haben und umsetzen mussten, inzwischen die höchsten Wachstumsraten in Europa. Man kann also ein klares, positives Fazit ziehen. Die Euro-Rettung, so holprig sie zu Beginn auch gewesen sein mag, hat funktioniert. Warum sollte man dann über weitere Schritte zur Vertiefung der Währungsunion nachdenken? Nur weil der französische Präsident das vorschlägt? Nein, sondern weil mit einigen zusätzlichen Schritten die Währungsunion noch widerstandsfähiger, noch weniger krisenanfällig gemacht werden könnte, weil damit auch die internationale Rolle des Euro gestärkt würde und weil wir damit ein Stück Unabhängigkeit von den USA und China aufbauen könnten. Die europäische Souveränität könnte gestärkt werden. Und ich finde, dies sind alles gute Gründe und liegen auch im deutschen Interesse. Zur Vertiefung der Währungsunion gehört zum einen ein erweitertes Mandat des ESM. Darüber besteht weitgehend Einigkeit unter den 19 Euro-Ländern. In Zukunft wird der ESM stärker in die Gestaltung
Verhandlung und Überwachung von Krisenprogrammen einbezogen. Wir werden das gemeinsam mit der Europäischen Kommission tun. Der ESM wird auch eine Kreditlinie für den Bankenabwicklungsfonds bereitstellen. Das ist wichtig für die Vollendung der Bankenunion. Und wir werden unsere Kreditinstrumente überarbeiten. Auch über die Einrichtung eines kleinen Eurobudgets besteht weitgehend Einigkeit, auch wenn Kommissar Hahn da sicherlich noch etwas Arbeit vor sich hat. Bei zwei anderen Themen zur Vertiefung der Währungsunion verläuft die Debatte dagegen recht kontrovers. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir einen Konsens erreichen können. Erstens brauchen wir zur Vollendung der Bankenunion eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Mit einem identischen Einlagenschutz im gesamten Währungsraum und einer schwächeren Verbindung zwischen Banken und Staaten würde die finanzielle Fragmentierung abnehmen und damit auch das Risiko, dass die Banken in eine Krise geraten. Das Risiko eines Bankruns würde es praktisch nicht mehr geben. Hätten wir in den letzten 10 Jahren eine europäische Einlagensicherung bereits gehabt, hätten alle ESM-Programme wesentlich kleiner sein können. Natürlich müssen erst Altlasten in einigen Bankbilanzen weiter abgebaut werden, um den Schritt zu einer gemeinsamen Einlagensicherung gehen zu können. Zweitens wäre eine fiskalische Kapazität zur makroökonomischen Stabilisierung im Euroraum sehr nützlich. Dies ist wiederum ein kontroverses Thema unter den Mitgliedstaaten des Euroraums. Aber meiner Meinung nach ist dies ein Schlüsselelement, das in der Architektur der Währungsunion noch fehlt. Eine fiskalische Kapazität wäre nützlich, weil die Länder einer Währungsunion 2 wichtige makroökonomische Politikinstrumente aufgegeben haben. Die Geldpolitik und die Wechselkurspolitik. Das kann den Einsatz des verbleibenden Instruments, der Fiskalpolitik, häufiger erfordern als früher. Darüber hinaus fehlt in Europa die stabilisierende Wirkung einer gemeinsamen Steuer- und Sozialpolitik, von der die USA so sehr profitieren. Wir werden niemals eine vergleichbare gemeinsame Steuer- und Sozialpolitik haben in Europa, aber das kann durch gezielte fiskalische Instrumente kompensiert werden. Es liegen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, wie das gemacht werden könnte. Die Kommission hat eine Investitionsstabilisierung vorgeschlagen, der IWF einen Rainy Day Fund, der deutsche Finanzminister Olaf Scholz eine Rückversicherung der nationalen Arbeitslosenversicherungen. Kurzfristigere ESM-Kredite wären auch vorstellbar. Diese Vorschläge klingen sehr unterschiedlich und sie wären auch sehr unterschiedlich, aber sie haben alle dasselbe Ziel, eine frühzeitige Stabilisierung unterschiedlicher Konjunkturzyklen, damit kleine Probleme sich nicht zu großen Problemen entwickeln. Und alle diese Vorschläge, alle 4, die ich genannt habe, können so konzipiert und umgesetzt werden, dass sie nicht zu zusätzlichen Transfers führen. Ich kenne die Skepsis der deutschen Öffentlichkeit gegenüber diesen Vorschlägen und ich nehme auch hier im Saal durchaus eine große Skepsis wahr, wenn ich darüber rede, aber das entmutigt mich nicht. Vor 8, 9 Jahren gab es noch viel mehr Skepsis hinsichtlich der Euro-Rettung generell und gegenüber der Arbeit des ESM ganz speziell. Hyperinflation und riesige Haushaltsbelastungen wurden prophezeit. All das ist nicht eingetreten. Ich finde es sehr ermutigend, dass heute mehr als 3/4 der Bevölkerung im gesamten Euroraum den Euro unterstützen. Das ist die höchste Zustimmungsrate seit Beginn der Währungsunion. Und ich denke, das ist ein weiterer guter Grund, die Währungsunion zu vollenden. Vielen Dank.